Heute gehen sie los, die Nibelungenfestspiele in Worms starten. In gut zweieinhalb Stunden hebt sich dann der Vorhang, diesmal vor der Nordseite des Wormser Kaiserdoms, und zwar für Siegfrieds Erben. Hier sehen Sie Bilder von der gestrigen Generalprobe. Auf der Bühne steht ein hochkarätiges Schauspielerensemble. Dazu gehört neben Jürgen Prochnow zum ersten Mal Jimmy Blue Ochsenknecht. Er spielt Prinz Gunther, den Sohn Siegfrieds. Er steht auf der Theaterbühne, obwohl er eigentlich bei Film und Fernsehen zu Hause ist. Ja, ich habe natürlich heiden Respekt davor, auf der Bühne zu stehen. Ich hoffe, es kommt sehr gut an morgen nach der Premiere. Und es ist einfach eine Herausforderung. Ich liebe Herausforderungen. Ich liebe einfach neue Sachen auszuprobieren. Da gehört halt eben Theater auch dazu. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich das auch mal ausprobieren darf, auf jeden Fall. Und wir gehen direkt nach Worms. Dort steht unsere Kollegin Natalia Höppner. Natalia, du warst gestern dabei bei der Generalprobe. Hast natürlich auch Jimmy Blue Ochsenknecht ganz genau beobachtet. Wie hast du ihn erlebt? Silke, ich muss dir sagen, ich habe ihn als ziemlich coolen Typen erlebt. Ziemlich sympathisch. Und von Aufregung war da erstmal wirklich keine Spur. Ich habe ihn auch gefragt, ob er nicht vielleicht ein bisschen aufgeregt ist. Das allererste Mal auf einer Theaterbühne. Und da sagte er mir ganz selbstbewusst, nein, ich habe jetzt 6 Wochen lang hier geprobt in Worms. Und jetzt möchte ich mein Können auch mal unter Beweis stellen. Und in der Tat, das haben ja auch seine Kollegen bestätigt letztendlich. Ich habe mit Feline und mit dem Regisseur von Tobel sprechen können. Und die sagt mir nämlich auch, Mensch, nee, das ist eine richtige Frohnatur. Und das hat man auch auf der Bühne gesehen. Er glänzte tatsächlich, also er war super in Form. Und ich bin mal gespannt, ob er das tatsächlich heute dann auch bei der Premiere mit seinen Eltern hier dann so demonstrieren wird. Jürgen Prochnow, über den müssen wir auch noch sprechen. Natalia, der Weltstar, also jetzt in Worms. War der genauso cool gestern wie Jimmy Blue Ochsenknecht? Von Jürgen Prochnow war ich ziemlich begeistert, muss ich ja sagen. Ich meine, es ist ein Hollywood-Star, man kennt ihn. Er hat mitgespielt er wurde bekannt durch den Film Das Boot. Und natürlich spielt er auch hier die Hauptrolle. Aber man muss sagen, Jürgen Prochnow ist auch wirklich ein super Schauspieler. Und das hat man gesehen. Also Jimmy Blue Ochsenknecht wird es wahrscheinlich auch gar nicht so leicht haben, neben ihm glänzen zu können.